Und deswegen freut es mich besonders, dass wir heute im Ministerrat den Beitritt zum Europäischen Plastikpakt beschließen werden. Dazu werden Staatssekretär Magnus Brunner und ich gemeinsam einen Ministerratsvortrag einbringen, damit Österreich in Zukunft zu den Vorreiterländern beim Thema Plastikmüllvermeidung ist, dass wir uns hier in diese Gruppe der Vorreiterinnen und Vorreiter einreihen können. Der Europäische Plastikpakt versammelt Regierungen, versammelt Wirtschaft, versammelt Zivilgesellschaft hinter 4 sehr ambitionierten Zielen. Konkret geht es darum, dass wir bis zum Jahr 2025 möglichst nur noch wiederverwendbare bzw. wiederverwertbare Plastikverpackungen in Umlauf haben, dass wir den Einsatz von Plastik für Plastikverpackungen und Einwegplastik um 20% reduzieren, unsere Kapazitäten, unsere Systeme zum Sortieren, Recycling, Sammeln um zumindest 25% ausbauen und in Plastikprodukten 30% rezykliertes Material verwendet wird. Die weltweite Plastikproduktion hat sich in den letzten 50 Jahren verzwanzigfacht. Und selbst wenn Plastik ein wertvolles Material in sehr vielen Bereichen ist, ist das Thema Müll in der Natur, Müll in unseren Meeren ein globales Umweltproblem geworden. Deswegen wünschen sich die Menschen wirksame Maßnahmen, deswegen setzen wir als Regierung wirksame Maßnahmen, deswegen freut es mich, dass wir heute, Magnus Brunner und ich, gemeinsam diesen Ministerratsvortrag einbringen zum Beitritt zum Europäischen Plastikpakt mit dem Ziel, mehr wiederverwertbares, wiederverwendbares Plastik, höhere, bessere Sortierung, Sammlung und Rezyklierung und bessere Wiederverwendbarkeit. Das ist ein wichtiger Schritt, um uns hier bei den Vorreitern einzureihen. Jetzt folgen dem dann natürlich auch noch schrittweise die dazugehörigen Maßnahmen, aber es ist ein guter Tag im Kampf Österreichs gegen die Plastikflut und dafür freue ich mich jetzt auf den Ministerrat. Bitte gerne. Nicht nur der Kampf gegen Plastik ist ein europäisches Anliegen, sondern natürlich auch die Flüchtlingspolitik. Heute in der Nacht ist das größte Flüchtlingslager in Griechenland auf Lesbos, Moria, abgebrannt. Ändert diese Katastrophe, so kann man es wohl nennen, dort etwas in der Position Österreichs, auch der österreichischen Regierung, betreffend Flüchtlinge, die in Moria bis gestern noch eine Unterkunft hatten und jetzt nichts mehr haben, dass solche vielleicht nach Österreich kommen könnten? Also die Bilder aus Moria machen tief betroffen und machen viele Menschen in Österreich tief betroffen. Und ich denke, es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass es hier jetzt rasch Unterstützung gibt seitens der EU, dass das Lager evakuiert wird und dass hier Griechenland wirklich Unterstützung erfährt. Die Position der Grünen zu diesem Thema, glaube ich, ist sehr klar und wir führen auch entsprechende Gespräche, denn die Bilder machen betroffen und es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir jetzt rasch agieren. Ministerrat versuchen werden, eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria in Österreich zu erreichen? Wir führen laufend Gespräche und werden heute auch Gespräche führen, wie wir die rasche Evakuierung des Lagers bestmöglich auch seitens der EU aus Österreich heraus unterstützen können. Bezüglich Ihrer anderen Plastikpläne, Stichwort Pfand, gab es dann gleich Gegenwind, das sei nicht Teil des Regierungsprogramms. Haben Sie sich da jetzt mit der Wirtschaftsministerin schon besser austauschen können? Wird das noch aufgenommen? Wir haben mit Plastikmüll in Österreich ein großes Problem. Österreich ist das Land der Plastikmüllberge. Wir haben 900.000 Tonnen jährlich Plastikmüll in Österreich und deswegen ist es wichtig, dass wir heute dem Plastikpakt beitreten. Deswegen ist es aber auch wichtig, wirksame Maßnahmen zu setzen. Und deswegen ist der Vorschlag, den ich am Montag gemacht habe, der 3-Punkte-Plan, verbindliche Mehrwegquoten, das Einwegpfand und die Herstellerabgabe auf nicht recyceltes Plastik ein ganz wichtiger Schritt dazu. Konkret zum Thema Plastikpfand, wie Sie wissen, es gab im Juni einen runden Tisch bei mir im Ministerium, an dem alle Stakeholder beteiligt waren, auch alle Parlamentsfraktionen, wo wir gemeinsam beschlossen haben, bis Jahresende das Modell für Österreich auch zu erarbeiten. Und daran wird jetzt im Ministerium auch intensiv gearbeitet. Aber war das nicht abgesprochen mit dem Regierungspartner? Weil es gab ja vielfältige Kritik jetzt im Nachhinein.
Ich habe auf kaum ein Thema wie das Thema Müll in der Natur und Plastikvermeidung so viel positives Feedback bekommen. Warum? Es ist den Menschen in Österreich ein Anliegen. Die Menschen erwarten sich, dass wir hier wirksam agieren, dass wir wirksame Maßnahmen setzen. Wir haben im Regierungsprogramm verbindliche Mehrwegquoten festgelegt. Da gehen wir jetzt mit dem Abfallwirtschaftsgesetz in den nächsten Wochen in Begutachtung, wo diese auch festgelegt werden. Wir haben den Prozess zum Plastikpfand, habe ich bereits beschrieben. Die EU-Plastikabgabe ist ein Thema, das im Juli aufs Tapet gekommen ist. Und hier geht es mir darum, dass wir die so umsetzen in Österreich, dass wir das österreichische Budget und damit den Steuerzahler und die Steuerzahlerin schonen und eine ökologische Lenkungswirkung haben hin zu weniger Plastikmüll.